Es ist unglaublich traurig. Diese Stars sind an Krebs gestorben. Aber bevor wir weitermachen, wenn Ihnen unser Video gefällt, dann liken Sie das Video und abonnieren Sie unseren Kanal. Kirstie Alley. Kirstie Alley verstarb am 5. Dezember 2022 im Alter von 71 Jahren. Als Todesursache nannten sie den Krebs, der allerdings überraschend kam. So sei sie nach einem Kampf mit Krebs, der erst kürzlich entdeckt wurde, verstorben, wie ihre Familie öffentlich teilte. David Bowie. David Bowie verstarb im Januar 2016 an Krebs. Der Musiker kämpfte 18 Monate lang gegen die tückische Krankheit und verlor 2 Tage nach seinem 69. Geburtstag den Kampf. George Harrison. 1997 erkrankte George Harrison an Krebs. Der Beatles-Star verstarb 2001 im Alter von 58 Jahren an Lungenkrebs. Jens Büchner. Jens Büchner wurde nur 49 Jahre alt. 2018 verstarb der TV-Star an seiner Lungenkrebserkrankung. Alan Rickman. Alan Rickman verstarb am 14. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an den Folgen von Krebs. Viele kennen den Schauspieler vor allem durch seine Rolle des an Severus Snape in den Harry Potter-Verfilmungen. Der Schauspieler ist jedoch nicht alleine mit diesem Schicksal. Miriam Pielhau und Eva Imhof. Miriam Pielhau, auf dem Bild links, verstarb im Jahr 2016 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Die beliebte Moderatorin wurde nur 41 Jahre alt. Patrick Swayze. Patrick Swayze verlor 2009 den Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Hollywood-Star verstarb mit 57 Jahren viel zu jung. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn gehörte in den 60er Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. 1992 wurde bei ihr Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Sie ließ sich operieren und unterzog sich einer Chemotherapie, doch die Maßnahmen kamen zu spät. Im Januar 1993 erlag sie ihrem Krebsleiden im Alter von 63 Jahren. Farrah Fawcett. Das gleiche Schicksal wie Audrey Hepburn traf auch Drei Engel für Charlie, Star Farrah Fawcett, Plausen 62. Die Schauspielerin starb am 25. Juni 2009 in Los Angeles. Kurz vor ihrem Tod machte ihr Ryan O'Neill noch einen Heiratsantrag, zur Hochzeit kam es jedoch nicht mehr. Sir Alec Guinness, Kultschauspieler. Sir Alec Guinness verstarb im Jahr 2000 an Leberkrebs. Der Brite wurde 86 Jahre alt. Hendrikje Fitz, Schauspielerin. Hendrikje Fitz erlag 2016 ihrem Krebsleiden. Sie wurde 54 Jahre alt. Nicolas Tucci, Schauspieler. Nicolas Tucci starb im März 2020 im Alter von 38 Jahren an Krebs. Das verkündete sein Vater Alexander Tucci auf dem Facebook-Account seines Sohnes. Dort schrieb er unter anderem: Nick hatte sich entschlossen, seine Krankheit geheim zu halten, um seine beruflichen und künstlerischen Ziele so lange wie möglich verfolgen zu können. Tucci war unter anderem durch die Netflix-Serie Your Next oder den Film Long Lost bekannt. Devin Lima. Devin Lima, der in den 90er Jahren mit der Boyband LFO berühmt wurde, verstarb 2018 mit 41 Jahren an Krebs. Paul Newman. Auch Schauspieler. Paul Newman erkrankte an Krebs. Der Oscar-Gewinner litt an Lungenkrebs und verlor im Alter von 83 Jahren den Kampf dagegen. Bob Marley. Bei Bob Marley wurde im Jahr 1980 Hautkrebs festgestellt. Dieser weitete sich so weit aus, dass er in die Leber, Lunge und in sein Gehirn streute. Marley starb im Jahr 1981 daran. Er wurde 36 Jahre alt. Stuart Whitman, Western Star. Stuart Whitman starb im Alter von 92 Jahren. Wie TMZ berichtete, soll der Schauspieler an Hautkrebs gelitten haben, der in seinen Blutkreislauf streute. Whitman wurde vor allem durch Filme wie Die Comancheros und Der längste Tag bekannt. Für seine Rolle in Gebrandmarkt wurde er für einen Oscar nominiert. John Hurt. John Hurt verstarb 2017 im Alter von 77 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Chadwick Boseman als Marvel-Comic-Held Black Panther wurde Chadwick Boseman zum Kinostar. Ende August 2020 wurde bekannt, dass der Schauspieler an Darmkrebs gestorben ist. Er kämpfte bereits seit 2016 gegen die schwere Krankheit. Er wurde nur 43 Jahre alt. Siegfried Fischbacher und Roy Horn. Siegfried Fischbacher, L., verstarb am 14. Januar 2021 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Der Deutsch-Amerikaner, durch das Magier-Duo Siegfried und Roy bekannt geworden, wurde 81 Jahre alt. Er sei friedlich eingeschlafen, so seine Schwester gegenüber der Bild. Kelly Preston. Kelly Preston starb am 12. Juli 2020 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Die Frau von John Travolta hatte die Krankheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Sie wurde 57 Jahre alt. Robin Gibb. Robin Gibb erkrankte an Darm- und Leberkrebs. Nach mehreren Chemotherapien verstarb die Bee Gees-Legende 2012 im Alter von 62 Jahren.